Willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Morrowind. Wir haben im letzten Part die Drehenplantage ausgeraubt. Verdammt, mir fällt auf, wir haben nur das Herrenhaus ausgeraubt, den Rest noch gar nicht. Das ist doof, aber das werden wir dann wohl doch noch nachholen, irgendwann. Jetzt haben wir jedenfalls erstmal das Herrenhaus, das war schon somit das Wichtigste. So, ihm wollen wir 5 Staubbeutel der Weide geben, korrekt. Also, ihr habt mir 5 Einheiten Staubbeutel der Weide gebracht. Hier ist ein Trank zur Heilung von Lähmung für euch. Ach, wir bekommen noch einen, okay. Und ein kleines Geschenk dazu. Kleines Geschenk, das sieht dann wie aus? Venitas für Faera. Achso, das ist wieder irgendein Amulett oder eine Kette oder irgendwas. Dazu? Was? Dazu? Achso, da ihr so ein williger Helfer wart. Ich habe eine Menge aus diesem Buch gelernt, aber ich kenne seinen Lehren auswendig. Ich möchte euch mein altes Exemplar geben und hoffe, es erfreut euch so, wie es mich erfreut hat. Gebt mir Bescheid, sobald ihr für weitere Laienheiler-Missionen bereit seid. Und vergesst nicht, eure Beförderung zu überprüfen. Wie kriege ich jede Menge Zocks von dem? Meine Güte. Moment, was haben wir denn dann bekommen, wenn das jetzt nicht ein Amulett war? Haben wir das automatisch angezogen? Nein. Warum habe ich überhaupt dieses Scheißteil noch an? Wir wollen das hier bitte. So. Das ist auch doof. Wir nehmen lieber den, obwohl der nur auf Nutzen reagiert, aber das ist schon okay. So, den können wir halt nicht verkaufen. Ja. Wobei, so verkehrt ist es eigentlich gar nicht. Meine Güte, ich war so beschäftigt. Ja, das kennen wir. Gratulation, Dennis. Ihr seid befördert werden. Ihr seid nun jünger. Oh, jetzt bin ich erst jünger. Das ist ja toll. Jünger bedeutet, dass wir 60 haben, genau. Irgendwann werden wir wahrscheinlich zum Punkt kommen, dass er uns sagt, ja, unsere Fertigkeiten reichen nicht aus. 90 haben wir gefordert, aber ich glaube 2x45 oder was, es war nicht. Ihr habt euch als treues und eifriges Mitglied des kaiserlichen Kults gezeigt, denn hiermit überreiche ich euch als Zeichen unserer Anerkennung ein kleines Geschenk. Noch eins, das eure Mühen ein wenig erleichtern mag. Und denkt bitte daran, überprüft regelmäßig eure Beförderung in unseren Rängen. Septimring, das klingt sehr interessant. Der Septimring, was macht der? Wahrscheinlich ist er ziemlich... Oh, okay. Innere Festigen, ohne Rüstung. Das ist wirklich nett, das finde ich cool. Bringt mir 5 Einheiten Skripmus für die Tränke Gift neutralisieren und Pest heilen. Die nächstgelegene Quelle für Skript befindet sich in der Eiermine Schulk, südwestlich von Balmora am Westufer des Quadi. Was? Oadi? Was ist ein Q? Was ist ein O? Odai, in der Nähe einer Hängerbrücke. Der Quama-Arbeiter ist nicht aggressiv, was man unter Quama-Kriegern und dem Quama-Kundschafter auch nicht behaupten kann. Hütet euch vor ihnen. Ich lehre euch ein Zauberbewusstsein entdecken, der euch bei der Jagd nach Skripts helfen wird. Eiermine Schulk, südwestlich von Balmora. Was brauchen wir für 5 Einheiten Skripmus? Südwestlich. Moment, Schulk war doch die Eiermine, wo wir mal die Eierdiebe aufgehalten haben, soweit ich mich recht erinnere. Das dürfte tatsächlich der Fall sein, ja. Dann werden wir uns nach Schulk begeben. Aber erstmal machen wir ein bisschen Intervention. So. Schon sind wir hier. Mir fällt gerade auf, dass sehr, sehr nützliche und extrem gute Dinge im kaiserlichen Kult irgendwie uns zuteil werden. Denn ich meine, Bewusstsein entdecken, Magie entdecken, das sind keine verkehrten Sachen. Die kann man durchaus mal gebrauchen, wenn ich sie dann auch mal benutze. Aber sie sind wirklich nicht verkehrt. Ich brauche nicht mal mehr die Zauber lernen. Ich bekomme sie einfach. Das ist wirklich cool. Und es ist cool. Wer den Wortwitz jetzt nicht verstanden hat, sollte sich schämen. Und ja, ich brauche das alles gar nicht mehr lernen. Ich hab's einfach. Nett. Warum bin ich jetzt da rausgegangen? Das war ziemlich unklug. Egal. Wo wollt Von hier kommen wir auch nach Balmora. Es kostet nur ein bisschen mehr. Das ist aber egal. Südwestlich wir von Balmora. Einen besonderen Ausflug das zum ist südwestlich. So. Westlich. Ja, das war definitiv die Eiermine. Da sollten wir doch die Eierdiebe stoppen. So, ich soll Skripmus finden. Moment, ich soll Skripmus finden? Ich soll Skrips töten? Nein, verdammt. Die tun mir doch gar nichts. Was soll das? Tut mir leid. Ich soll Skripmus finden. Und du hast nicht mal welches. Das ist doch unfair. Jetzt darf ich die friedlichen Skrips töten. Wie mistig. Schulk, ja. Soll ich überhaupt in die Eiermine gehen? Ja. Ja, warum sollte er uns sonst gesagt haben, dass die Quama-Kundschafter möglicherweise feindlich sind? Stimmt schon.
Habe ich irgendwie schon Skripmus? Moment, ich habe doch schon Skripmus etwas, oder? Ja, ich habe drei. Ich habe also schon zwei gefunden. Ich muss ein paar Skripts weniger töten. Was gibt es sonst noch? Hier erstmal nichts. Hier gibt es welche. Ja, genau. Ich möchte keinen Arbeiter verletzen. Warum bist du nicht auseinandergefallen? Dann sehe ich, dass du tot bist. Tschüss. Tschüss. Oh, ernsthaft? Die haben so eine geringe... Ja, ich will jetzt nicht das englische Wort verwenden. Drop Rate, sage ich mal. Das ist echt unschön. War nicht beim Nest der Königin? Irgendwie, wer weiß wie viele vielleicht oder so. Huch, huch! Wo kommt ihr? Was zum... Moment, Moment. Mir fällt gerade etwas auf. Verdammt. Verdammt. Nee, das können wir, glaube ich, nicht machen. Mist. Ja. Okay. Ich habe indirekt... Ja, Spoilern ist eh egal. Ich habe ja sowieso schon die Hauptquest eigentlich verraten. Ja, das kennen wir alles. Beförderung. Und zwar... Ist der Grund, ja, genau, wir haben nochmal ein Geschenk bekommen und so weiter und so fort. Jetzt kriegen wir das noch, jetzt haben wir den Ring des Teams. Ja, das Problem ist, dass wir die Eierdiebe noch gar nicht getötet haben. Und ich dachte es, weil es so selbstverständlich war, dass ich die Kriegergilde bei Mora schon angefangen habe. Denn das habe ich sonst immer gemacht. Deshalb ging ich davon jetzt diesmal halt auch aus, aber das ist nicht der Fall. Das ist ziemlich ungünstig. Ich werde die, das werde ich aber noch weiter erläutern, auch nicht machen, die Balmora-Kriegergilde. Sonst hätte ich das jetzt so gelassen. Da nämlich genau das im Konflikt steht mit der Diebesgilde. Genau das ist das Problem. Und deswegen weiß ich nicht, inwiefern sich das Töten dieser Diebe, die der Diebesgilde angehören, auf die... Diebesgilde auswirkt auf den Questverlauf. Es könnte sein, dass ich mir die dadurch schon zerschossen habe. Das wäre dann extrem unklug. Deswegen habe ich lieber geladen, weil ich das absolut nicht weiß. Ja. Und ich dachte, ich habe die Quest schon gemacht, dann hätte sich das mit der Diebesgilde eher übrig. Es war einfach so selbstverständlich, dass ich es mache, weil ich es im Einzelspiel immer mache. Also Einzelspiel, es ist hier ein Einzelspiel, aber halt nicht im Let's Play. So. Okay, machen wir es nochmal. Ich werde dann vor der Speichern. Einen besonderen Ausflug zum Glauben. Denn sonst hätte ich ja, wenn ich das jetzt von der Kriegergilde her gemacht hätte, einfach ja, zurück nach Balmora gehen können und dann hätte ich gesagt, ja, ja, wir haben halt die Diebe getötet und dann hätten wir direkt den Auftrag erfüllt, aber das ist ja nicht Sinn der Sache. Zumal besonders nicht, wenn dadurch die Diebesgilde hinüber ist. Warum kriegen wir keinen Skripmus, Mann? Das ist doch doof. Das kann doch nicht wahr sein. So, hier verspeichern wir jetzt. Wir dürfen also nicht ins Nest der Königin. Sonst kriegen wir ein Problem. Hi. Lass mich bitte vorbei. Danke. So, du hast Skripmus. Das heißt, es ist der dritte. War gerade auch nicht anders. Es ist wirklich fest. Wer Skripmus gibt und wer nicht, oder war es jetzt Zufall, dass genau dieselben es nicht geben oder aber eben geben? Also wenn du jetzt auch nichts gibst, dann denke ich immer mehr, nein, es ist doch nicht fest. Okay, schön. Dann habe ich jetzt schon mal vier. Vielleicht kriege ich ja dann sogar schon meinen fünften. Ja, du wolltest mich angreifen? Sterb. Nein, noch nicht. Mist. Hier werde ich nicht reingehen. Das Problem ist halt auch, dass NPCs, die einmal im Angriffsmodus sind, so nenne ich es mal, mich auch nicht mehr in Ruhe lassen werden. Ich könnte cheaten, indem ich deren wieder ruhig stelle, aber das ist ja auch doof. Deswegen werde ich das nicht tun. Cheaten werde ich nur in ganz, ganz geringem Maße, indem ich vielleicht TCL verwende, falls ich mal wieder nicht irgendwo durchkomme. Askadia-Inseln. Das ist wirklich ungünstig. Aha, wir haben noch vier. Das war auch bei den Staubbeuteln der Weile auch nicht anders. Verdammt. Schürflager. Seid vielleicht auch noch Gegner.
Noch greift mich nichts an. Skripmos. Um was geht es denn? Gibt es überhaupt Skripmos? Ja. Steht nicht herum. Setzt euch in Bewegung. Ja, steh du auch nicht herum, sonst muss ich dich leider irgendwie töten. Okay, 5. Gott sei Dank, wir haben 5. Jetzt habe ich immerhin den nicht töten müssen und den nicht töten müssen. Okay, es gab hier sehr viele noch. Das ist schön. Wenigstens etwas. Das ist ein kleiner Trost. Ich mag es nicht, irgendwie Wesen zu töten, die hilflos sind. Also sie sind nicht unbedingt hilflos, aber... nee, sie machen ja gar nichts. Also mag ich das nicht. So, Amsterdam Intervention. Jetzt sind wir bei Mora. Richtig. Dann werden wir jetzt per Magiergilde direkt nach Vivek reisen. Und dann wiederum mit dem göttlichen Eingriff zurück nach Ebenherz, wie es auch schon vorhin der Fall war. Und davor und davor und davor, nach 3 oder 4 Quests, vielleicht sogar 2 oder 3, dürfen wir jetzt eigentlich schon. Worüber sollen wir sprechen? Die. Ich vergesse es immer wieder, ob ich die Laien, Diener oder die Almosenpflegeaufgaben mache. Jedenfalls dürfen die dann abgeschlossen sein. Mir ist es egal, es ist eine der beiden. Ich will sowieso beide machen. So. Sag mal, was ist mit dir eigentlich nicht in Ordnung? Du hast 77 Charisma. Du bist mir eigentlich voll positiv gegenüber eingestellt. Warum hast du solche Leiden? Naja. Ich sehe, ihr habt mir 5 Einheiten Skripmus gebracht. Hier sind ein Heiltrank gegen Gift und Trank, mit dem ihr die Pest heilen könnt. Und erinnert mich daran, eure Beförderung in euren Rängen im Auge zu behalten. Kommt wieder, wenn ihr euch eine weitere Mission als Laiendiener, als Laienheiler. Ich versuche den Satz zu retten. Wenn ihr euch die, anhören wollt, ja, oder annehmen wollt. So. Okay. Sprechen wir ihn noch an und dann werden wir die Folge beenden. Ich glaube, das dürfte zeitlich dann hinhauen. Bringt mir 5 Einheiten Quarkwurz für die Tränke gegen gewöhnliche Krankheit und Heilungstrank. Quarkwurz sucht man am besten auf den Askadia-Inseln, besonders in der Gegend um das Haus Avel. Der kaiserliche Kult hat ein Abkommen mit den Plantagenbesitzern der Askadia-Inseln geschlossen, das uns erlaubt, Quarkwurz zu sammeln. Auf direkten Wege müsste man schwimmen. Ich werde euch daher einen kleinen Zauber lehren. Kriege ich jetzt einen Levitationszauber oder wie? Levitation, Levitation, Levitation. Nein, aber ich versuche es weiter. Okay, offenbar haben wir den Zauber, wenn er denn irgendwie schon war. Ja, Telekinese, okay. Naja, wenn wir einen Zauber bekommen haben, dann haben wir ihn sicherlich. Ich habe ihn jetzt nicht gesehen. Es war höchstwahrscheinlich Levitation oder vielleicht sogar festes Wasser. Moment. Das wäre echt hart. Nein, festes Wasser ist es nicht. Naja, vielleicht hat das auch so einen Namen halt und es ist keine Ahnung was. Man kann es sich also nicht logisch herleiten. Okay, hier schon, aber sonst halt nicht. Rindsgeschenk, was ist das? So. Hier will ich den Part beenden. Bis zum nächsten Mal.